Ja, von Thornton und Nash kommen wir gerade zum nächsten Superstar und der spielt. Heissen tut der Jason Spezza. Er ist auch bei den Ottawa Senators in der NHL der grosse Star schlechthin. Er war der drittbeste Scorer der ganzen Liga in der letzten Saison und hat dabei immerhin 8 Millionen US-Dollar verdient. Während dem Lockout spielt der 29-jährige Kanadier jetzt aber für Trappers-Villona Lakers. Und obwohl der Club nicht zu den ganz Grossen im Land gehört, freut sich der Spezza auf die neue Aufgabe. Gestern ist er in der Schweiz angekommen und schon nach einem Tag hat man das Gefühl, er ist schon richtig daheim am Zürichsee. Mit ihm haben die Lakers einen richtig großen Fisch an Land gezogen. Und dafür mussten sie nicht mal ihre besten Köder auswerfen. Jason Spezza ist in Rapperswil angekommen und fühlt sich offensichtlich wohl. Nur Positives hat er im Vorfeld gehört und wurde bestätigt. Es ist ein ruhiger Ort, der viel bietet, nahe an Zürich. Das ist praktisch, falls meine Familie her- oder wegfliegen muss. Ich habe während der WM Zeit in der Schweiz verbracht und es geliebt. Es ist die Gelegenheit, mit der Familie herzuziehen und gutes Hockey zu spielen. 1,91 groß, 667 NHL-Scorerpunkte schwer. Jason Spezza gehört zu den Größten. Und das beginnt schon bei seinen Stöcken. Der Spezza-Effekt in Rapperswil unübersehbar. Publikum beim Training, das gibt sonst praktisch nie. Zu sehen bekommt es einen NHL-Star, der sich mit den Lakers identifiziert. Noch vor seiner Ankunft hat er sich das Logo seines neuen Vereins auf die Handschuhe sticken lassen. Solche Handschuhe hat sonst keiner. Für Spezza sind die Lakers keine Urlaubsdestination. Er will von der Schweizer Liga profitieren. Gute Spieler, sehr gute Eisläufer, eine größere Eisfläche, das Spiel ist deshalb etwas anders. Gute Ausländer, ich erkenne viele Namen, gegen die ich irgendwann mal gespielt habe. Es ist eine Liga mit starker Konkurrenz. Übrigens, Jason Spezza verzichtet auf Lohn und Prämien. Gezahlt werden ihm Versicherung, Auto und Wohnung. Ein motivierter Superstar also für die Lakers, praktisch zum Nulltarif.